So, da sind wir wieder passend zum Wiederbeleben. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier oben jetzt einen auf Schleichen machen. So, wir lenken ihn ab. Und dann mit Chloroform drauf. Na okay, er lenkt jetzt ab. Wir platzieren den Sprengkopf. So, jetzt müssen wir, glaube ich, zum Lager zurück. Gucken. Nö, wir müssen eigentlich weiter hier durchrennen. Uiuiui. Na toll. Wie gesagt, die Questreihe dort ist etwas nervig. Mit den Schurken hatte ich das große Glück, der war dazu noch ein Worge, sprich zweimal sprinten. Und dazu noch unsichtbar machen, das war mehr oder weniger kein Problem. Aber mit diesem doofen Gepäck hier und diesem Laubdings, das taugt gar nichts. Ah, schon wieder 2 Minuten. Gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Wehrmob steht. Nicht, dass ich in einem Elitegebiet einen Wehrmob pullen würde. Nö, ist einfach nur eine normale Elite. Huch! Ach ja, stimmt, die spawnen ja, wenn man unsichtbar ist, in unregelmäßigen Abständen. Als Magier oder vielmehr als Priester hat man wirklich gar nichts, mit dem man sich irgendwie in Sicherheit bringen kann. Wie ich diese doofe, massive Kiste als Geist auf dem Rücken habe. Selbst mein Stab ist durchsichtig. Nur die Kiste nicht. Die ist massiv. Hase. Hase! Ein Bergbaumwollschwänzchen. Hust. Lalala. Warten, 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 warten. Ah, annehmen. So, dann tarnen wir uns nochmal. Gucken, dass wir hier jetzt schnell durchkommen. Das ist auch eine Elite. Ja. So, aber von jetzt an wieder mal ohne zu sterben. Da vorne den Hang müssen wir hoch. Da haben sie auch ganz schön umgebaut. Da oben auf den Hang ist früher, also zu Klassikzeiten, ein Riese rumspaziert. Der war ziemlich gemein, hat böse Aua gemacht und man wollte ihn eigentlich nicht treffen. War ziemlich spannend, wo ich dann 60 war, zurückgekommen bin, den umgeklatscht habe und festgestellt hat, oh, der droppt ja gar nichts. Hey, und damit haben wir ein Level abbekommen. Und verblassen. Ah. So. Fertig, Kumpel. Ziehe den Ehrenfreund. Kommt jetzt eine Sequenz? Nö. Gib du mir schon mal den Flugpunkt. Braucht die Hilfe. Sprengt Renders Tal in die Luft. Seid vorsichtig. So, das ist, glaube ich, jetzt ganz automatisch. Blub, da sieht man die Orks durch die Gegend fliegen. Das ist toll, so macht das Spaß. Dass die Bäume keinen Schaden nehmen, ist ein Wunder. Seid gegrüßt.
Dafür gab es jetzt über 2000 Erfahrungspunkte, weil wir uns das angeguckt haben. Und wir kriegen Armschienen, die ein Stückchen besser sind als die, die wir anhaben. So, dann heißt es mal, die nächsten zwei Quests annehmen, 20 beliebige Knolle töten und einen Schlüssel erbeuten. Die Pferde stehen schon seit Klassik hier rum, die haben sie gelassen. So, dann gucken wir doch mal, Knolle töten. Und wieso laufen wir eigentlich? Wir haben doch unseren geflügelten Wächter. Wie gerne würde ich jetzt fliegen können. Naja, okay. Oh, da ist auch ein Caster. Hallo, wieso caste ich nicht? Ein Gnöllchen. Wo gibt's den Turm? Der Turm? Ach, da hinten in der Höhle, okay. Den Schlüssel, nicht den Turm. Ey, die sind hier recht hartnäckig. Oder habe ich irgendwas verpeilt beim Anziehen oder beim Buffen? Ach, ich bin nicht gebufft. Nicht. So. So. Man sollte auch richtig ausgerüstet sein. So, die Gnolle ignoriere ich erstmal so ein bisschen. Hauptsache, wir kriegen erstmal den Schlüssel. Da drüben sind noch genug Knolle, die den bewachen. Wie man hier sieht. Den da müssen wir machen. Denn der wird jetzt wieder wenden und zurückkommen und dann... sind aber wirklich gut hartnäckig. So. Dafür macht er auch keinen Schaden. Ja, wer ist denn das da? Schon wieder ein Wehrmob, oh Gott. Heilen, heilen, heilen. Es ist zumindest das Let's Play mit den meisten Wehrmobs. Ist was drin? Nicht wirklich. Wo kommt der denn jetzt her? Hm. Wo wohl die ganzen Wehrmobs herkommen? Ach ja, Umhänge brauche ich gar nicht vergleichen. Habe ich eh was Besseres. Und da ist unser Freund, General Fangohr. Mal kurz vollheilen.
kurz Mana recken. So. Und voll. Dann schnappen wir uns den mal. Dass die auch noch anstürmen können. Schlüssel geholt und wir kriegen gleich die Folgequest. Tötet Großmagus Duane. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich in den Turm rein. Nicht nur wahrscheinlich, wir müssen in den Turm rein. Haben wir eigentlich schon den Erfolg bekommen für alles entdeckt? Keine Ahnung. Oh! Was mache ich denn hier? Ein Mob ist mir nicht genug. Ich hole mir lieber noch einen zweiten dazu, damit es auch lustig wird. Na los, hau drauf. Also die Leute, die sagen, Priester machen keinen Schaden. Theoretisch haben sie recht. Bei dem Schaden, den ich mache, könnte ich theoretisch auch Nahkämpfer spielen. So, das heißt, für heute ist erstmal wieder Schluss und ich tank Mana. Tschüss.